Herzlich willkommen zur 21. Ausgabe von GoEast, Festival des Mittel- und Osteuropäischen Films. Mein Name ist Tobias Süßer und neben mir steht Helene Gerritzen, Festivalleiterin von GoEast. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Hinter der Kamera ist meine Kollegin Frauke Haß. Wir stehen hier am Nassauischen Kunstverein in Wiesbaden und hinter uns befindet sich das Ostkiosk. Das ist die diesjährige Festival-Begegnungsstätte, wenn man es denn so will, weil viel Begegnungsstätten gibt es ja dieses Jahr leider nicht. Ihr könnt dieses Ostkiosk in den kommenden Tagen bis kommenden Montag immer von 10 bis 22 Uhr besuchen. Ja, Helene, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Ostkiosk von Osteuropa nach Deutschland, nach Wiesbaden zu bringen und hier zu eröffnen? Ja, wir haben natürlich zuerst versucht, einen Kiosk zu finden in Deutschland oder sogar hier im Rhein-Main-Gebiet. Aber dann hat die Kuratorin von unserem Rahmenprogramm, Anastasia Melay, hat tatsächlich dieses Modell auf eBay gefunden und es stand tatsächlich in Serbien, unweit von der rumänischen Grenze. Dann haben wir einfach mal geprüft, was so in unserem Budget drin ist und gesehen, okay, der Kiosk selbst hat fast nichts gekostet. Der war auch im schlimmen Zustand. Da haben Ed und Anastasia wirklich sehr viel Arbeit geleistet noch, um das Ding in Schuss zu bringen. Und es sieht jetzt ja wunderschön aus. Genau, der Transport, das hat eigentlich relativ leicht geklappt. Also dort, wo es für Menschen Reisebeschränkungen gibt, gibt es sie für Kiosk viel weniger. Ja, kannst du uns denn sagen, wo in Osteuropa man so einen Kiosk findet? Ist es jetzt ähnlich wie in Wiesbaden zum Beispiel, so irgendwo an der Ecke? Viele Osteuropäer sind gar nicht so begeistert von dem Phänomen Kiosk, muss man sagen. Weil es gab vor allem in den 90ern gab es so einen Wildwuchs, vor allem an U-Bahn-Ausgängen. Da gab es dann richtig kleine Slums mit lauten Musik und es wurde da auch wirklich alles verkauft und zum Teil wurde das auch von Mafia-ähnlichen Strukturen organisiert. Aber diese Kiosks sind wirklich Teil der Alltagskultur in ganz Osteuropa und meistens gibt es auch so Entwicklungen, dass dann kommt ein neuer Bürgermeister und der räumt dann alle Kioske auf einmal auf und die entstehen dann organisch wieder neu. Und das hier in Wiesbaden im tiefen Westen so hineinzupflanzen, fanden wir eine interessante Idee, weil es wirklich eine Intervention ist im Straßenbild. Das Ding fällt richtig auf und man kann hier natürlich auch Zeitungen erwerben aus den Ländern, ein paar kleine Snacks. Also von daher ist es ein Stück Alltagskultur. Ja, dann lass uns doch mal einen Blick auf die Auslage hier werfen. Was gibt es denn hier alles zu entdecken? Vielleicht kann die Kamera auch ein Stück näher kommen, genau. Es ist hier sehr belebt, ein guter Platz. Es ist natürlich noch nicht alles aufgebaut, aber ganz klassisch ist so kaltes Bier mit Trockenfisch. Sehr gewöhnungsbedürftig, aber das gibt es. Aber wir haben zum Beispiel auch hippe Zeitschriften. Das sind so Hipster-Zeitschriften, Badlands. Beschäftigen sich mit Balkankultur, aber vor allem mit Jugendkultur und Mode. Auf der linken Seite hier haben wir auch eine Sammlung Klatsch und Tratsch. Moi Tata, Moi Boheter, das bedeutet mein Vater, mein Held. Und dann hier haben wir noch was Russisches, expressbasierter Xenia Sobchak, ist eine bekannte Figur. Also Rezepte gibt es natürlich auch, also aus verschiedenen osteuropäischen Ländern. Und ab morgen gibt es dann hier auch am Kiosk Snacks und wahrscheinlich auch Getränke. Genau, also es soll wirklich eine Begegnungsstätte sein an der freien Luft, damit Menschen auch mit Abstand sich hier zumindest ein bisschen treffen können. Ja. Wie ist es denn jetzt? Der Kiosk bis Montag steht der hier. Bleibt er denn in Wiesbaden auch über die Festivalwoche dann erhalten? Der Kiosk bleibt tatsächlich hier. Das Museum wird den übernehmen. Und hoffentlich können wir ihn dann nächstes Jahr wieder aufstellen. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal einen kurzen Blick reinwerfen. Ja, Anastasia Melay, die Kuratorin. Du hast den Kiosk in Serbien ausfindig gemacht. Und das handelt sich ja hier auch um ein ganz besonderes Schmuckstück. Den K67. Sag doch mal, was den so besonders macht. Ja, genau. Es ist tatsächlich hier zum architektonischen Kunstwerk geworden ist
Und ein von denen steht zum Beispiel in MoMA in New York. Aber was ich genau Besonderes finde, ist dieser Übergang von Alltagsobjekt von ehemaligen Jugoslawienländern zum anerkannten Architektur-Kunstwerk. Genau. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie findet man so einen Kiosk in Serbien? Wo erkundigt man sich da, dass man den dann nach Deutschland bringt? Ja, das war tatsächlich sehr interessant, weil solche Stücke jetzt sind auf so eine Art von eBay-Kleinanzeigen in Serbien verkauft. Und sogar die Leute, die davon wissen nicht, was genau dafür wert ist, und benutzen diese Häuschen für Bauernhof und hier wohnen auch die Hähnchen zum Beispiel. Und wir haben solche auch auf so eine Art von Webseite gefunden und den Verkäufer überzeugt, dass wir das holen nach hier und auch mit Transport organisiert. Den Fahrer wurde mehrmals angefragt, wofür, wer braucht sowas, weil es hat auch damals nicht so ausgesehen wie jetzt. Es war wirklich kaputt, da waren überall Löcher, es ist überall durchgerostet. Und Zoll dachte, dass für welchen Zweck braucht jemand das aus Serbien nach Deutschland zu holen. Ja, das müssen wir mehrmals erklären, dass es ein Filmfestival ist und ja, wir wollen ein Stück osteuropäische Kultur hier bringen. Also der Transport hier nach Deutschland, nach Wiesbaden, war wahrscheinlich auch sehr, sehr turbulent. Genau, ja. Weil es war auch, dass es zuerst schwierig ist, zu laden und dann zu entladen, dann auch hierher zu bringen mit Gabelstaplers, mit Kräne. Auch den Fahrer hat einen langen Weg gemacht durch unterschiedliche Länder und auch mit Zoll hat viele Fragen gestellt. Er musste hier in Wiesbaden ein paar Stunden warten, bis es angefertigt ist, weil wir mussten eine Bescheinigung nachweisen, dass es keine Folterkamera ist. Und ja, über solche Bürokratiefragen sind gestellt. Ja, Ed Pelling steht hier nun. Du bist Producer des Pan-Europäischen Picknicks bei GUIST und warst auch für die Restauration des Kiosk zuständig. Denn so wie der von Osteuropa, als er von Osteuropa nach Wiesbaden kam, sah der noch ganz anders aus. Auf der GUIST-Webseite gibt es auch ein paar Bilder dazu. Mhm. Erzähl doch mal, was alles getan werden musste, bis er diesen schönen Zustand erreicht hat. Also der kam erstmal, der Transport hat 8 Tage gedauert, ich glaube 8 Tage. Der Fahrer wurde erstmal an der Ausreise in Serbien festgehalten, weil keiner dort geglaubt hat, dass jemand sowas kauft. Erst recht in Deutschland nicht. Und die dachten, das kann nur mit Drogenschmuggel zu tun haben. Das heißt, sie haben den LKW und den Kiosk auseinandergenommen. Und dann haben sie es geschafft. Die kamen nach Wiesbaden und im Zollamt mussten wir natürlich anmelden. Und die haben ihm nur rausgegeben, als wir einen Wisch unterschrieben haben, dass wir ihn nicht zu Folterzwecken einsetzen. Also der hat schon eine bewegte Geschichte hinter sich. Der kam an und letzten Endes war das eine Bruchbude. Alles war kaputt drin. Die Wände waren teilweise verschimmelt und verrußt. Da war ein alter Holzofen drin. Der Elektrik war kaputt. Der hatte Risse oben und außen in der Außenhaut. Das heißt, wir haben alles entkernt und von oben bis unten an alles neu gemacht. Ja. Es hat also dann auch ein paar Tage gedauert. Ja, so 6-7 Tage durch haben wir dann die ganze Löcher zugespachtelt erstmal und dann innen und außen komplett gestrichen. Der alte Lack erstmal ab natürlich, ja. Und neue Strom gelegt, Licht reingelegt, neue Fußboden, neuen Schloss an der Tür. Und so sieht er jetzt aus in schön Festivalrot, ja, und weiß. Und ich glaube, der war noch nie so sauber wie jetzt. Ja, ja, dann danke ich euch gerne für das Gespräch. Wir treffen uns jetzt gleich mit Helene noch in der Caligari Filmbühne. Das Ostkiosk könnt ihr noch bis kommenden Montag immer, wie gesagt, von 10 bis 20 Uhr hier in Wiesbaden besuchen. Ja, wir sind zurück. Jetzt in der Caligari Filmbühne. Helene, GUIST ist am Dienstag gestartet, läuft noch bis kommenden Montag. Es sind über 90 Filme über die GUIST-Webseite zu sehen. Wie zufrieden seid ihr denn mit der bisherigen Festivalwoche unter diesen besonderen Bedingungen? Naja, es läuft alles. Wir sehen zumindest, dass die Online-Plattform auch angenommen wird. Das ist schön und unser Nachwuchsprogramm ist gestartet, das Symposium ist heute gestartet. Nur sind das natürlich alles Sachen online, die man nicht im Straßenbild wiedererkennt. Und deshalb ist es schön, dass wir zumindest auch ein paar geschlossene Vorführungen hier in der Caligari Filmbühne organisieren können, weil dann begegnet man zumindest ein paar der wenigen Festivalgäste noch hier. Genau, darauf wollte ich gerade schon eingehen. Es ist ja so, Festival ohne Publikum verändert ja auch eure Arbeit extrem. Hinter den Kulissen passiert aber trotzdem recht viel. Es läuft auch gerade ein Screening.
Natürlich ohne Publikum, aber wie kann man sich das denn vorstellen, die Festivalwoche jetzt für euch? Ja, wir haben tatsächlich es geschafft, dass ein paar der Wettbewerbsgäste auch kommen, auch aus dem Ausland. Es sind ja Geschäftsreisen, von daher gelten da dann extra Bestimmungen. Und wir fanden es auch wichtig für die Jurys, Filmvorführungen auf der großen Leinwand anzubieten. Es ist jetzt leider so durch die Quarantänebestimmungen, dass sie sich nicht alle Filme auf der großen Leinwand anschauen werden. Also morgen werden die Jurys anreisen und die sind dann 5 Tage hier in Wiesbaden und werden hier dementsprechend arbeiten. Jeder Gast bedeutet für uns einen Riesenaufwand momentan, weil man ja diese Quarantänebestimmungen einhalten muss, für bestimmte Reisedokumenten organisieren muss. Alle Gäste und auch das gesamte Team werden jeden Tag getestet im Museum Wiesbaden. Wir haben da eine mobile Teststation vom Roten Kreuz sozusagen. Also das ist schon sehr, sehr aufwendig. Ja, und natürlich werden zeitgleich sehr viele Zoom-Meetings gehostet, auf gut Deutsch. Zum Beispiel ja, das Symposium, das findet komplett online statt in diesem Jahr. Das war so auch noch nie. Aber so langsam kriegen wir jetzt eine neue Routine. Also die Folge ist, man produziert viel mehr vor. Und wir sind jetzt quasi so eine kleine Fernsehstation, kann man sagen, mit 2 Studios im Museum Wiesbaden und im Kino und noch das Kino in Frankfurt, wo die Pressevorführungen stattfinden. Ja, dann wünsche ich dir, Helene, und deinem Festival-Team noch weiterhin viel Erfolg bis kommenden Montag. Vielen Dank für das Gespräch und wir wagen jetzt noch einen Blick hinter diese Tür, nämlich an den Ort, den wir momentan alle so schmerzlich vermissen, dem Kino.